Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Captain of Industries. Ja, ich bin jetzt in meinem Urlaub oder meinem Urlaub vor dem nächsten Job. Das ist jetzt relativ angenehm, muss ich sagen, weil einfach mehr Zeit da ist, um Sachen zu machen. Aber jetzt muss erstmal die Gartenarbeit erledigt werden. Aber natürlich weiterhin auch hier schön das Ganze hier weitergemacht werden. Ihr habt mir einige Sachen in die Kommentare geschrieben. Sehr spannende und interessante Sachen. Ich sollte die Erde doch einfach ins Wasser kippen, weil ich muss ja das Ganze am Ende verarbeiten, beziehungsweise schauen, dass ich das Meer zukippe. Das ist gar keine so schlechte Idee. Die Sache ist eher, ich glaube, ich setze das dann eher hier rein, denn würde wahrscheinlich mehr Sinn ergeben in dem Fall. Aber wir sind zum Glück noch nicht so weit unbedingt. Wir müssen jetzt einmal schauen, dass hier der Kollege Bagger, wir haben doch Bagger beauftragt, oder? Ja, wir haben hier Bagger beauftragt, perfekt. Dann werden wir das Lager, was war das jetzt gerade? Ah, das ist neu. What the fuck, aber macht das Forschung so einen riesigen Unterschied. Okay. Ich würde jetzt aber gerne als erstes mir noch einen Baukontrollturm hier leisten, der dann das sozusagen hier überwachen soll. Der kommt hier hin. Den lassen wir schnell bauen. Und setzen den Bagger und zwei LKWs zu. Perfekt. Und die kriegen als erstes gleich mal den Auftrag, den Weg hier zu bauen. So. Zwar wird hier mit einer Planierarbeit begonnen. Wir setzen hier den Pfad raus und drehen das Ganze auf links um. Und bauen hier dann die neue Anfahrstraße hin. Natürlich wieder drei breit, weil das benötigen die Fahrzeuge. Und dann werden wir alles um den Turm hier drum auch nochmal planieren anfangen. Gut, jetzt sollten die Kollegen ja sich nach hier unten begeben. Oder auch nicht, weil er will unbedingt als erstes zum Turm. Was jetzt nicht optimal ist, lieber Bagger. Das ist jetzt nicht so optimal, kann ich ihm nicht sagen, fahr bitte genau hier an die Stelle hin. Ah, die Kollegen kippen jetzt hier schon zu, das ist auch ein gutes Zeichen, dass die Straße hier schon verkippt wird, aber von den Kollegen. Rein theoretisch sollte der Bagger dann ja einen Weg irgendwie wenigstens managen zu finden. Den Bagger haben wir gleich schon losgeschickt, das schaut gut aus. Dann schicken wir Kollege Transporter noch los und irgendwo müsste noch einer von denen rumfahren. Schaut mit eurer Seite durch oder was habt ihr vor? Warum macht ihr nichts? Weil ihr auf LKW wartet, weil die Kohle wieder voll ist. Das können wir ganz schnell ändern, indem wir hier noch ein Lager errichten. Kohle habe ich lieber genug auf Lager, weil dann habe ich ein bisschen Zeitraum, bis was passiert. Und ich glaube, das ist gar nicht so schlecht. Wenn wir überlegen, ob wir die Seite wirklich so tief lassen und lieber anfangen rauszuschieben, also das Ganze auszubreiten und nach oben zu kippen, um die Fläche reinzukriegen. Vor allem, wenn wir jetzt wirklich dann das hier am Ende nutzen, könnte das ganz gut sein. Wir lassen den hier mal weiterfahren. Die beiden haben jetzt halt keine Kollegen, keine Bäume mehr zum Fällen. Aktuell laufen wir ja noch ganz gut mit. So, jetzt sollten die Kollegen aber hier was wieder zum Transportieren haben. Ah, jetzt geht's los. Super. Jetzt fangen sie wieder an, das Ganze auszugraben. Das ist superb. Wir graben gleich hier noch den Pfad mit. Ich glaube, das sollte dann so passen. Stück für Stück die Kohle ausgraben und dann sollten wir hier
ein ganz gutes System haben. Unsere LKW sind zwar stark ausgelastet, aber... Wo ist denn der Bagger jetzt hingefahren, den wir vorhin hatten? Hä? Wo ist dieser Bagger hin? Ich hatte hier vorhin einen Bagger. Der sollte hier hin... Ah, der kommt ja erst noch. Ah, wir haben mal, weil wir keine Kohle mehr hatten, hier angefangen zu graben. Das Projekt können wir abschalten. Projekt weiter ausgraben ist immer noch im Sinne hier der Tätigkeiten eigentlich zu erledigen. Weil es wäre eigentlich immer noch das Ziel, dass wir genug Fläche rankriegen. Wie, du hast keine... Weil niemand verkippt weiter. Kippst du hier ein bisschen? Nicht wirklich genug, dass der da runterfahren kann, wie scheint. So weit kommen wir noch nicht. Ich hätte gern einen von euch mal schnell nach hier unten. Ob das funktioniert, dass er dann den nächsten Platz sucht zum Verkippen? Ist jetzt ein bisschen dumm und aufwendig, aber er könnte den ganzen restlichen Weg aufkippen. Ja, schau her, die Kollegen. Jetzt geht's wieder voran. Jetzt wird hier wieder Fläche gemacht. Ich glaube, wenn auch wenn wir die Straße hier so seitlich irgendwie reincaven könnten, das wäre vielleicht noch der letzte Auftrag dann, dass wir wirklich hier die komplette Länge runter die Straße machen. Und dann die Fläche auch noch aufschneiden anfangen. Dann sollte das Ganze ganz gut sein. Ja, er kippt. Oh Gott, er kippt. Muss ich jetzt für euch einen blöden Turm machen, weil ihr zu blöd seid, außen rum zu fahren? Meinetwegen. Dass die auch unbedingt als erstes zum Turm fahren müssen, das verstehe ich bis heute nicht. Schnell liefern. Was setzt du auf die Idee? Dann nimmst du dir halt den Bereich vor. Hast dich jetzt entschieden, dass du doch da bleibst, oder was? Ist vielleicht ein bisschen übertriebener Auftrag. Ja, ich weiß, aber mei. Also untertrieben. Großer Bagger, der ein bisschen was ausgraben muss. Sie sollen sich eigentlich ihren eigenen Weg nur graben, danach bin ich wieder happy. Die Mine scheint auch schon langsam aus gut zu laufen. Ja, es wird schon alles. Das dauert jetzt langsam einfach alles. Es wird einfach langsam. Ja, okay, solche Projekte sind halt mega groß. Also wenn wir überlegen, was wir hier alles vergraben und umgegraben und umgekippt haben, kommen wir schon an Megaprojekte ran. Aber in unserer Vision ist das hier alles ein Projekt. Dann brauchen wir noch mehr LKWs, noch mehr Transporter, noch mehr Zeug. Es könnte alles sehr, sehr spannend noch werden. Wie haben wir denn den Weg hier nochmal angekreuzt? Ja, okay. Wir müssen hier noch durch. Dann kriegt er halt hier schon mal die neue Mission. Die neue Mission sollte hier vorne stattfinden. Das wird Seebrasse, das Projekt. Das Seebrassenprojekt. Das kippen wir gleich mal hier so.
Machen wir eine gescheite Zufahrt hier noch. So. Das ist das Seebrassenprojekt dann am Ende. Die Kollegen bauen sich hier ihre Straße schon durch. Was darf hier verkippen? Was kann hier verkippt werden? Erde und Kompost, würde ich sagen. Was kann hier nicht melden, wenn etwas nicht verkippt werden kann? Ne? Ist ja eigentlich nur eine Kippstelle am Ende, ne? Ach, schau dir an, was für Mass. Aber hier sind sie jetzt ganz gut durchgekommen. Wir müssen noch hier vorne frei machen und dann würde ich hier anfangen, die ganze Produktion hinzusetzen. Wäre natürlich auch eine Überlegung, von hier aus einfach straight durch. Also wirklich einfach straight rein und die Höhe einfach mitzunehmen und einfach zu sagen, wir graben uns direkt von hier rein. Alles, was an der Erde runterkommt, wird abgefahren. Und wir fangen von hier an, das ganze System zu planen und die Fläche auszunutzen, auszubreiten. Wäre eine Überlegung wert, ne? Gleichzeitig müsste ich natürlich die Seiten auch noch zukippen, weil das ist auch noch Fläche, die ich frei nutzen muss. Genauso wie die Nase hier. Alles noch Fläche, die verkippt werden muss. Ich glaube, aber das würde ich mit Stein zumachen. Da würde ich eine große Steinfläche reinbuddeln, buddeln anfangen dann. Also wie es ausschaut, ist unsere große... Haben wir gleich hier den ersten Durchbruch wieder. Bedeutet, die LKWs müssen dann nicht mehr außen rumfahren. Das wäre natürlich schön. Könnt ihr auch in der Mitte einfach graben? Das wäre irgendwie noch besser, weil dann müssen die LKWs nicht mehr außen rum. Ja, jetzt hat das ist die richtige Richtung. Ja, richtig so. Richtig so. Jetzt fahren sie weg. Jetzt haben sie so einen kleinen Schnitt gemacht. So, nope, die fahren immer noch weiterhin außen rum. Ja, schön. Ach, ihr könnt mich doch mal alle am Arsch lecken. Warum? Weil Gesundheit. Weil Grippe moderat. Ich müsste mal in mein Gesundheitssystem anfangen zu investieren. Jetzt machen wir erstmal bitte eine Quarantäne. Wann ist das passiert? Achso, ich habe gerade eine Quarantäne verhängt. Alter, ich habe total vergessen, dass ich eine Quarantäne verhängt habe. Ich wundere mich gerade, warum ich keine Mitarbeiter mehr habe. Aber schön ist das zu sehen, dass unsere Tanks hier voll sind. Ah, sind fast alle Tanks voll. Lustigerweise sind auch nicht alle irgendwie gerade in der Quarantäne. Die Grippe moderat bleibt. Habe ich ein Krankenhaus eigentlich irgendwann mal gebaut? Nee, ne? So weit voran habe ich nicht gedacht. Wir eröffnen schnell eine Klinik. Medizinische Produkte und dann können wir doch bestimmt welche im Handel kaufen, oder? Au. Oh, oh. Au. Oh. So, okay, die Quarantäne kann wieder geöffnet werden, wie es ausschaut. Schaut wieder gut aus. Ah, was hier verkippt werden darf, können die noch festlegen fürs erste Sand. Dann graben wir uns hier den Weg rein. Und dann werdet ihr von dem hier abgesägt und hier reingebracht. Ah, die fahren jetzt tanken. Okay. Ja, jetzt haben sie es endlich geschafft, diesen blöden Durchbruch zu machen. Und dann heißt es auch, wir sind fast hier mit der Mission fertig. Hier unten haben wir noch ein bisschen was offen.
Aber wir können mal grob vorzeigen, was der Plan wäre. Bis hier vorne alles dicht machen. Der Berg ist eh schon markiert. Das ist die Mission, die sie noch offen haben. Weißt du was, du kriegst von uns einen Verkipppunkt. Du kriegst auch Verkipp. Erlaubnis Sand. Verkipp's doch einfach! Wo will er denn hin? Ich kann's verstehen. Aber weißt du was, wir machen es simpler. Wir bauen zwei Schüttgutlager hier hin. Sand. Und Exportroute hier hin. Du hast eine Exportroute, die du nutzen musst. Und du wirst immer leer gemacht. Dann sollten ja die nächsten LKWs den Sandverfahren anfangen. Dann würde mich interessieren, was die Sandmine macht. Nichts. Mal wieder. Herrgottszeiten. Ja, dann ist klar, dass diese durchdrehen anfangen. Und sich die ersten jetzt hier schon Sand? Yes. Die liefern das dann hoffentlich auch aus, da wo wir es brauchen. Perfekt. Gut. Gut. Dann sind wir jetzt wieder ein bisschen auf dem Weg. Dann halt das. Aha. Wo willst du wieder hin? Warum willst du nach da unten? Aus. Aus. Wer kommt denn auf die Idee, da was abzukippen? Was ist euer Problem jetzt? Wie kommen die auf die Idee? Alter, da muss ich echt ein bisschen mehr aufpassen. Das ist ja schrecklich. Wo willst du hin? Vergiss es einfach. Bitte vergiss es einfach. So, das ist schon mal ja, ein gutes Zeichen, würde ich es nennen. Kupfer ist wieder leer gegangen. Ich sehe das mal als gutes Zeichen, dass wir hier anfangen können, weiter abzugraben. Gut. Ihr habt das auch schon alles abgetragen. Superb. Dann hätte ich gerne, dass wir hier schnell den Weg hochgraben. Ich glaube, mit den Kleinen sollte ihr eins schon mal noch gehen, weil dann können wir den kleinen Weg hier abgraben anfangen. Wir sind jetzt rein theoretisch an der Endlinie angekommen. Und dass wir hier dann rauskommen, brauchen wir noch einen kleinen Auf- und Abweg. Sonst wird das nix.
sonst wird das nichts. So, kann man dich jetzt einfach hier hochfahren lassen? Perfekt. Bedeutet, wir graben dich ab. Du bist Schüttgutlager für Gestein. Machen wir ein neues Schüttgutlager hier hin neben die Straße. Für Gestein. Seid ihr hier gleich nicht auch, ne? Perfekt. Dann wirst du gleich auf noch relativ niedrig runter reduziert. Und wir machen eine Exportroute hier hin. Und dich tun wir löschen. Weil dann können wir den Teil anfangen abzugraben. Dann sind wir gut dabei. Ach, sind wir schon wieder durch. Es geht ja besser wie erwartet. So. So, dann haben wir hier noch eine Straße runter. Die Kollegen graben das jetzt ab. Und dann wird das langsam auch. Wie geht's hier vorne? Gut. Der Weg ist Stück für Stück abgegraben worden schon. Das ist gut. Bedeutet, hier können wir dann auch bald mit der Erdverfahrung anfangen. Oh Gott. Nope. Leute, hört auf damit. Das lassen wir da hinten einfach mal. Stopp, wir hören jetzt hier auf. So, das ist jetzt das neue Auftragsgebiet. Dann soll das wieder laufen. Die Kohle hier ist zwar großteils schon leer, aber wir haben noch genug auf Lager stehen, wie es aktuell ausschaut. Die Kollegen graben die ganze Kohle ab. Superb. Ja, aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Wir haben zwar nicht allzu viel... Oh, die Lager sind leer. Oder die werden leerer. Dann sollten wir eventuell das noch schnell machen. Und dich hier einmal abreißen. Und hier noch ein U-förmiges Ding einbauen. U-förmiges Förderband, um das hier wieder zu verbinden. Vielleicht sollte ich dich einmal verbessern, damit es hier besser läuft. So. Gut. Jetzt muss das hier sich wieder einmal leeren. Dann kann die Kohle wieder reingehen und dann geht es hier gleich wieder in einem Schritt weiter. Aber Leute, wie gesagt, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.